Willkommen wieder zum nächsten Training. Und das nächste Training, das heute stattfindet, ist auch gleichzeitig unser letztes Training in der 30-Tage-Challenge. Wer hätte das gedacht, wie schnell die Zeit vergangen ist, und die ist ja wie im Flug vergangen. Viele Sachen waren vielleicht zu Hause schwierig, aber unser Training, wenn ihr mitgemacht habt, ging das so von der Hand und hat bestimmt mir auf jeden Fall und ich hoffe euch auch Spaß gemacht. Bleibt weiterhin gesund, haltet euch weiter an die Regeln und auch an die Regeln, die wir hier im Atlantis euch anbieten, mitzumachen freiwillig, also an dem Sport. 30 Tage ist natürlich jetzt eine lange Zeit. Wir haben immer darauf geachtet, dass ihr Belastung und Entlastung nicht zu kurz kam, dass ihr euch richtig belasten musstet, aber auch Ruhephasen hattet. Und das ist immer für uns hier im Programm ganz wichtig gewesen. Letzter Tag, ich habe das angekündigt, da wollen wir mal eine Überprüfung machen. Denn es bringt ja nichts, immer nur zu trainieren und sagen, ich trainiere des Trainings willen, vielleicht will ich auch mal trainieren und wir wollen das so, um auch ein bisschen Leistung abzurufen. Deswegen ist heute die Challenge folgende. Letzter Trainingstag, fangen wir mal mit dem 30-Minuten-Lauf an. Wir haben ja verschiedene Leistungsstufen uns eingeteilt in der ganzen Zeit. Level 1, 2 und 3. Und heute sollte das Level 1, die 30 Minuten, in einer Zeit pro Kilometer zwischen 6 und 7 Minuten durchlaufen können. Also wenn ihr 4 Kilometer durchlauft im Level 1 ohne Pause in 30 Minuten, finde ich das schon nach 30 Tagen eine ganz ordentliche Leistung. Level 2 haben wir uns vorgenommen, dass wir sagen, ihr lauft in 30 Minuten 5 Kilometer. Das heißt, pro 1000 Meter lauft ihr 6 Minuten. Wer so einen Fitness-Tracker hat, der kann das relativ leicht abschätzen. Wer nicht, müsst ihr vielleicht auch mal eine Strecke abfahren und ihr euch mal eine Strecke aussucht, wie ihr laufen müsst. Verzeihung. So, Level 3. Level 3, sind die alle fit? Und wir können natürlich mal heute richtig einen raushauen. Und da haben wir uns gesagt, das Level 3 soll pro 1000 Meter 5 Minuten laufen. Also in 30 Minuten 6 Kilometer. Unter dem Video stehen nachher die Zeiten, dass ihr euch daran halten könnt. Und da haben wir mal eine Überprüfung, wie gut man ist. Und 5 Minuten Tempo, 30 Minuten durchzulaufen, ist schon wirklich eine hervorragende Leistung, wenn man das schafft. Aber auch die, die anfangen und sagen im Level 1, ich kann mal in 30 Minuten 4 Kilometer joggen, ganz hervorragend. Und ich freue mich, wenn ihr alle mitgemacht habt. Okay, jetzt sagen wir, laufen geht bei mir im Moment gar nicht. Verstehe ich auch, kann ja auch mal sein. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen mal eine Ausweichdisziplin. Und das ist der Burpee. Ich mache den Burpee gleich nochmal einmal vor, aber ihr kennt den Burpee. Und da haben wir gesagt, oder ich habe mir ausgedacht, dass wir im Level 1 in 12 Minuten versuchen, 30 Burpees zu machen. Ich habe gedacht, dass das Level 2 in 12 Minuten 50 Burpees macht. Das ist schon mal ein Brett. Aber Level 3 versucht, in 12 Minuten 70 Burpees hinzubekommen. Dann war das der Abschluss unserer 30-Tage-Trainingsprogramm. Ich werde den Burpee noch einmal vormachen. Zum Laufen muss ich nicht sagen. Fitness-Tracker ist manchmal eine ganz gute Anschaffung, wenn man den machen kann. Da kann man wirklich seine Laufeinheiten überprüfen und man sich immer selber so ein bisschen hier überprüfen, wie gut man gewesen ist. Wir haben ja am Anfang auch einen Trainingsplan reingestellt. Und ich hoffe, ihr habt den Trainingsplan auch ausgefüllt und könnt jetzt mal so Revue passieren lassen, was in diesen 30 Tagen passiert ist. Wie ihr trainiert habt, ihr habt euer Gewicht gemessen, euren Umfang gemessen. Es gab hier einige Vorgaben, die wir euch gegeben haben. Und möglicherweise habt ihr diese Vorgaben umgesetzt, eingehalten und habt euch auch hier verbessert. Das gibt immer eine gute Motivation für das nächste Training. Also trainieren ohne Ziel ist nach meiner Meinung kein gutes Training. Also ein Ziel sollte man haben und immer so ein bisschen auch verfolgen. Ob man das Ziel nachher zum Schluss erreicht oder Zwischenziele, das ist egal. Aber ein Ziel, was man dann erreichen sollte, finde ich immer, ist ein guter Ansporn, um zu trainieren und auch ehrlich zu sich zu sein und sagen, komm, was habe ich denn jetzt hier erreicht
oder mache ich mir selber was vor. So, zum Burpee nochmal. Ich zähle den Burpee nochmal vormachen. Also, in 12 Minuten Level 1 30, Level 2 50, Level 3 70. Ich mache jetzt keine 70 vor, ich mache einen vor. Nochmal, wer nicht laufen kann, Burpee. Ihr geht runter, setzt die Hände auf. Geht nach hinten, geht in die Liegestütz, kommt nach oben, springt jetzt auf beiden Füßen nach oben, kommt hoch, Hände über Kopf. Das ist der Burpee. 30, 50, 70, denke ich, das ist meine Herausforderung im Brett. Letzter Tag, heute, ab morgen kommen neue Videos, wenn wir was Neues vorführen, aber dazu morgen erst. Euch viel Spaß, haltet durch, der Andi und das Team Atlantis.